Rasant bergab über Hubbel, durch Kurven, über Sprungschanzen. Wo sonst Ski gefahren wird, sind ab sofort die Mountainbiker unterwegs. Wie beim Skifahren gibt es rote, blaue und schwarze Pisten. 6 Abfahrten mit Schwierigkeitsgraden für Anfänger bis Könner. Mountainbike im Sommer, Ski, wenn möglich, im Winter. Der Skiclub Wissen fährt ab jetzt zweigleisig. Wir hatten Probleme. Wir haben über 150 Mitglieder verloren, Corona-bedingt, dem Klimawandel geschuldet. Die Winter sind schlechter geworden. Wir haben ja ein großes vereinseigene Gelände. Das wollten wir ganzjährig nutzen. Und da kam die Idee des Bikeparks. Tonnenweise Erde hatte ein Westerwälder Tiefbauunternehmen dafür bewegt. Eine Fachfirma hat die Pfade, Rampen, Steilkurven und Sprünge entworfen. Der Skilift kann jetzt auch Fahrräder nach oben ziehen. 180.000 Euro hat der Umbau gekostet. Finanzieren konnte der Skiclub das mit Hilfe einer Stiftung und Fördergeldern des Landes. Der neue Bikepark soll die ganze Region nach vorne bringen. Ich denke, der Tourismus, Übernachtung, Wohnmobil, Campingplätze, die werden davon partizipieren, dass die Leute mal ein Wochenende hier hinkommen. Hinzu kommt die gute Lage. Wir liegen an der Bahnlinie Köln-Siegen und man kann hier optimal mit der Bahn anreisen. Und das wird sicherlich viele gerade aus dem Rheinland anlocken. Und das, denke ich, ist ein Vorteil für unsere Region hier im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die ersten Biker heute sind schon mal hellauf begeistert. Super cool, wir haben hier ja nicht so viele Möglichkeiten zu fahren und dass sowas gibt, ist echt mega und das ist auch richtig gut gebaut alles. Schnee und so weiter wird man nicht mehr kriegen, deshalb sind ja alle dementsprechend, die irgendwo einen Skihang haben oder einen Skilift haben, darauf angewiesen, auch im Sommer irgendwo dementsprechend den Lift laufen zu lassen und von daher ist das echt eine geile Sache. Und das ab sofort an den Wochenenden. Auf dem Skihang in Wissen, der jetzt auch ein Bikepark ist.